zusammen, ich grüße euch. Ja, ihr Lieben, ich bin wieder unterwegs und möchte euch heute wieder eine schöne Modelleisenbahnanlage vorstellen von meinem guten Kollegen Roland aus Münster. Der Roland und ich kennen uns schon eine ganze Weile, haben uns auch hier über YouTube kennengelernt, stehen auch regelmäßig in Kontakt und heute habe ich endlich die Gelegenheit, die schöne Anlage hier von den Roland zu filmen. Beziehungsweise ich war schon mal hier gewesen und wollte die Anlage filmen. Leider habe ich da alles mit einer Kamera aufgenommen und habe da ein Format eingestellt, was ich leider nicht an meinen Rechner bearbeiten konnte, aber wie dem auch sei, das ist Schnee von gestern. Heute bin ich hier und nehme die Anlage nochmal auf. Ja, da möchte ich euch erstmal den Gastgeber vorstellen. So, und da ist der Gastgeber Roland. Hallo Roland. Ja, hallo Jürgen. Hallo ihr alle da draußen in den Weiten des Internets. Sehr gut, sehr gut. Schön gesagt. Roland, du danke erstmal für die Einladung. Gerne. Magst du ein bisschen was von dir erzählen, wie du zu den Hobby-Modelleisenbahnen gekommen bist und was du überhaupt so eine Bahn hast? Na, ich gehöre jetzt nicht zu den klassischen Modellbahnern, die erzählen können, ja, mit 8, 10, 11, 12 habe ich die erste Lok bekommen und von da war ich hell begeistert. War bei mir nicht der Fall. Ich kannte aus meiner Jugend auch, kenne ich überhaupt niemanden, der eine Bahn gehabt hätte, wo wir hätte zugucken können. Das war im Niederrhein, da wo ich herkomme, irgendwie kein großes Thema in meiner Jugendzeit in den 70er Jahren. Ich habe mich immer sozusagen an Bahnhöfen für die Anlagen interessiert, die Schauanlagen, die da ausstanden, immer geguckt, was da so abgeht. Ne? Das war schon auch immer im Fokus. Und ja, entschieden hier was zu machen, habe ich mich vor 10 Jahren oder knapp 11 Jahre ist das jetzt her, als Märkling insolvent ging, dachte ich, nee, das geht nicht. Ne? Da muss man was tun. Und dann habe ich angefangen, sozusagen das Ganze hier sozusagen zu starten. War erstmal gedacht als ein Startgeschenk, so eine Startblocke an meinen Sohn, der nicht wusste, was er sich zu Weihnachten wünschen möchte, dann war das eine ganze Weile für 2, 3 Jahre eine Teppichbahn, die mal hier, mal da, mal dort in den Räumen lag, unterwegs war und dann hat er dann das Interesse daran verloren. Dann habe ich gedacht, okay, dann baue ich das weiter aus. Er darf hier auch dran, wenn er möchte. Das Interesse ist aktuell nicht so groß. Ist halt so, wenn man 18, 19 wird, dann ist man eine Weile nach. Ist auch eine sehr komplexe Anlage, die ist jetzt nicht so einfach, wenn man sich damit nicht auskennt, zu steuern, weil sie halt über die Hand gesteuert wird, beziehungsweise über die Ecos. Aber hier ist nichts digitalisiert in dem Sinne sozusagen, dass es eine Blocksteuerung gibt oder sowas in der Art. Alles muss sozusagen überwacht werden. Dann sind hier halt eine ganze Reihe Weichen verbaut. Und wenn man nicht weiß, ja, wie die Weichen gerade gestellt sind, dann kann das schwierig werden sozusagen. Man kann Crashs bauen. Und Frage, Roland, bevor du bist ja so fleißig am Erzählen, was übrigens sehr schön ist, hat man auch selten. Warum H0 und warum mehr Clean? Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Insolvenzrettung, du wolltest mehr, also du bist derjenige, der mehr Clean gerettet hat. Nein, bin ich nicht. Das ist ganz sicher nicht. Dass, ja, auch wenn ich viele Loks kaufe, ja, auch, aber eben auch nicht nur von McLean, weil ich da auch viel Kritik dran habe, sozusagen inzwischen, nicht du. Aber das ist ein anderer Punkt, werde ich auch nochmal irgendwann auf meinem eigenen YouTube-Kanal was sagen. Das wollte ich nämlich auch sagen. Der Roland hat nämlich einen eigenen Kanal, Robsch63. Den Link von Roland, sein Kanal, packe ich dann in der Videobeschreibung. Warum nicht hin? Vom Platz her. Zu klein. Zu klar. N ist mir einfach, da sieht man nichts, finde ich jetzt persönlich. Auf den Videos fällt das nicht so auf, wenn man es geschickt arrangiert, ob Z oder N oder TT oder H0 oder 0. Finde ich, das ist irgendwie nicht so deutlich sichtbar auf den Videos. Aber in der Realität, wenn man die Loks hier fahren sieht, man sieht genug, um sich plastisch vorstellen zu können, quasi, was gehört an eine Lok so dran. Ja, das muss man da so haben. Man hört den Sound auch oft schon ganz gut. Ja, ich wundere mich schon manchmal, wenn ich die eine andere Lok hier bei mir fahren lasse in Spur H0 und bin auf einer Messe irgendwo und sehe eine 0-Lok rumfahren, die ist ja genauso laut wie meine. Ja, die hört sich ganz ähnlich an, da brauche ich auch diese größere Spur nicht wirklich. Die wäre mir hier auch definitiv zu groß. War ja auch vor 10 Jahren nicht das große Thema. Ich finde, H0 passt, ne? Auch wenn das hier vielleicht ein bisschen zu eng für eine schöne, richtig gute, ne? Angemessene mit R4-Radien vielleicht ein bisschen startende. Anlage wäre, aber also du bist dann Kompromisse eingehen und mit dem muss man leben können. Du gehst dann also dann denselben Weg wie ich. Du sagst lieber weniger an Fahrstrecke, aber dafür die Größe H0 und du kannst mehr erkennen. Also du erfreust dich eher an den Modellen. Natürlich Fahrstrecke müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich finde es auch wichtig, dass ich die Züge auch immer gut im Auge habe. Ja, wenn ich jetzt eine 10-Meter-Anlage hätte oder ich könnte hier auch noch den Raum vielleicht anders nutzen, ne, eine komplette 450 mal irgendwie 4 Meter Anlage hätte, nicht, wo ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr sehen könnte, bessere Fahrstrecke hätte, mir wäre das mitunter auch zu weit weg. Ich möchte auch um die Anlage rumgehen können, das finde ich auch ganz schön, dass ich verschiedene Perspektiven habe, nicht, mich mal auf meinen Schattenbau noch konzentrieren kann beim Zuschauen oder eine andere Ebene, besser in einen anderen Bereich besser im Blick habe. Das ist für mich einfach wichtig, dass ich immer, also von Auge her, relativ nah
an meinen Loks dran bin und die Fahrwege, wenn die fahren, auch gut beobachten kann. Also mit anderen Worten, du bist glücklich. Ja, bin zufrieden. Ja. Gut, Roland, noch eine Frage. Fährst du Epochen rein? Nö. Du fährst das, auf was du Lust hast. Ich fahre überwiegend 3 oder 4 im Moment. Ne? So, aber hier stehen auch alle möglichen Loks der Epochen 4, 5 und 6 rum. Wer dich kennt, weiß, dass du aber doch schon ein bisschen eine Affinität, schimpft sich das, glaube ich, zu Dampflok hast. Ja, ne? Auf jeden Fall. Das ist für mich die Lokomotive schlechthin. Ein Dampflok, man sieht an der Steuerung eine ganze Menge, man sieht die Mechanik des Antriebs sehr gut und die sind so variabel im Modell. Ja, so E-Loks, die sehen alle gleich aus, sag ich mal. Ja, ja. Da kann man auch mal streiten. Ja, ja, nee, nee, ich bin jetzt auch im Reich der Dampfloks angekommen, so ist das nicht. Noch zu, und die Lackierung ist dann auch noch wichtig. Das finde ich ja auch sozusagen immer nicht so gut, wenn man in diesen ganzen Modellbahnzeitschriften liest, die tolle Zeit der Eisenbahn ist vorbei. Ja. Wenn man Trainspotting macht und an die Bahnsteige geht und sich anschaut, was da losfährt, ist das immer noch sehr bunt und abwechslungsreich. Ja, so ja. Zumindest, wenn man auf den Güterverkehr achtet, ja, da ist immer noch eine ganze Menge. Güterverkehr, los, ja, aber so im Fernverkehr, da geht es langsam dem Ende entgegen. Gut, was früher sozusagen, war ja auch nicht so deutlich unterschiedlich aus. Oh, doch. Verschiedene Dampflok unterwegs. Ja, ja. 216, 141, 140, 151, ja, überhaupt die Zeit, so wo die DR mit der DB zusammengekommen ist. Aber die Waggons sahen alle ähnlich aus. Naja, ne? So, gut. Ne? Andere Sache. Ich verstehe die Kritik, ja, ich finde es auch nicht gut, dass im realen Verkehr auf Triebzug vor allen Dingen runtergegangen wird und lokbetriebene Züge immer weniger und immer seltener werden, gerade im Winter. Gut, wir können sagen, Klimawandel, Winter gibt es bald nicht mehr. Vielleicht gibt es die auch bald wieder dauerhafter, man weiß das nicht so genau. Ja, so, und man hört immer wieder quasi, Triebzüge sind schwach unter bestimmten Witterungsbedingungen und ja, ja. Loks fahren unter jeder Wetterbedingung. Ne? So, und das kann die Bahn heute nicht mehr sagen. Ja, aber das ist ja noch ein anderes Thema. Roland, dein modernster Zug, den du hast, ist? Ich würde sagen, da vorne die Gravita. Oder der Twindex, ne? Den hast du ja auch. Twindex, ne? Den ICE 3. Ja, gut, Leute, das war, glaube ich, eine super Vorstellung. Erstmal, Roland, vielen Dank für deine ausführlichen Worte. Finde ich gut, klasse. Wird auch ungeschnitten gezeigt. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Anlage aufnehmen und später werde ich den Roland zu einigen Sachen noch was fragen. Ganz kurz noch, Roland, deine Maße ist wie? An der Wand ist die, glaube ich, jetzt wie meine, 4 Meter ungefähr? 4 Meter, genau, ins Regal rein. Und hier haben wir auch nochmal so 2,50 Meter, glaube ich. Okay. 2,70, das kommt ungefähr hin. Bis zu den Kanten, die ich hier angebaut habe, ja, das sind so 2,70, glaube ich. Gut, dann wollen wir uns jetzt mal die Züge angucken. Ja, das ist den Roland seiner Anlage. Das ist schon mal ein kleiner Ausschnitt davon. Schrebergärten, sehr schön gemacht hier. Mit den Steinen. Ach, das ist ja auch ein kleiner Bahnhof hier oben, ne? Ja, das ist ein Haltepunkt. Ja, ein Haltepunkt, genau. Das Fabrikviertel. Ja, das war auch das erste Video, was ich von dir gesehen habe, war die Vorstellung des VT98 von Pico. Und dann bist du hier oben an den Haltepunkt gefahren. Da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ja, ihr seht selber, es muss noch viel gemacht werden. Hier die schöne Pico-Fabrik. Die schöne Pico-Fabrik. Was machst du hier? Legst du da alles noch aus mit Kopfsteinpflaster? Ja, jetzt überlege ich, ob ich das quasi mit der Hand auslege einzeln oder ob ich da quasi den Gipsguss vorm Straße hinlegen werde. Ist noch nicht ganz abgeschlossen, die Überlegung, wie ich das genau gestalte. Okay. Ja, Gipsgussform hast du ja hier vorne, zeige ich gleich. Moment. Ja, hier seht ihr die Gipsgussstraßen. Die hast du auch schön hinbekommen, schön gealtert bzw. Gestrichen. Ja, dann gibt es auch andere Formen, müsste ein bisschen breiter sein, wenn man mal hier guckt. Ja, das ist eine Landstraße, das passt glaube ich schon, kann man ja hier auch den Modellwagen sehen, das geht schon, ist ein bisschen enger.
Die wird auch noch hier weitergeführt, dass es hier quasi, auch wenn man es kaum vorstellbar ist, aktuell bis hier so aussieht, aber es soll eigentlich bis hier in diesen Bereich gehen. Ja, zumindest so, dass ich das an- und ablegen kann. Da weiß ich noch, wie ich es genau mache, aber da wird es schon ungefähr hinführen. Und ich denke, für eine schmale Landstraße geht das schon. Das ist ja mehr so ein Nebenweg. Ich muss mal eben aufstehen. Ich glaube, da vorne ist eine andere Straße, die ist auch breiter. Ne? Ich gucke mir das jetzt mal an. Ja, wo hier das Loch ist, da so eine Drehscheibe rein, Roland? Ja. Okay. Drehscheibe und Betriebswerk kommt da hin, da kommt die Rokodrehscheibe hin. Ich dachte erst, die Märklinscheibe, die ich auch schon mal da reingestellt hatte, soll da hin, aber die ist mir vielleicht doch ein Stück weit zu groß für die Anlage. Da kommt definitiv, die steht auch hier unter der Platte, die Rokodrehscheibe hin und dann, ja, ein dreistöckiges, wie sagt man da jetzt genau? Ständigen? Ja, dreiständigen Lokschuppen, genau, ne, so soll da hinkommen, das reicht dann. Und daneben natürlich auch noch eine ganze Menge Kohlebehandlung, Besanderung etc. Soll richtig ein Betriebswerk werden, so wie es eigentlich auch angemessen wäre. So. Wenn auch natürlich ein bisschen quasi komprimierter. Also ich denke mal, weniger ist auch manchmal echt mehr. Obwohl, du kannst jetzt hier nicht so was Riesiges hinmachen. Das Kleine wird schon wirken. Hier unten im Übrigen ist der Schattenbahnhof von Roland. Einer von beiden. Einer von beiden, genau. Das ist sein aktuelles Projekt mit den Arkaden, dem Tunnelportal hier. Die hast du selber mit Gipsform gemacht, ne? Außer das Tunnelportal, oder? Ja, das Tunnelportal ist, glaube ich, noch. Das habe ich auch. Die gibt es in Form, ja, zumindest bei den Arkaden, die kann man auch nicht kaufen. Zumindest habe ich keine gefunden, die mir gefallen hätten. Die habe ich selber sozusagen aus verschiedenen Formen zusammengestellt. Okay. Die oberen Rundungen sind von Tunnelportalen und das untere von Mauerwerken, die habe ich dann einfach entsprechend zurechtgeschnitten und dann zusammengeleimt. Oben soll eine Burg hin, von welcher Firma? Ja. Eine Rarität, würde ich sagen, muss man inzwischen schon fast sagen, auch wenn die auf manchen Anlagen stehen wird, von Modellbau Luft. Der Laden ist ja leider auch dicht gemacht worden im letzten Jahr. Da kann man ja nichts mehr nachbestellen. Schade, schade. Aber du hast noch was. Ich habe noch eine komplette Burg, die da hinkommt. Und was ich mir noch hinzukaufen werde, werde ich dann auch selbstständig aus Gips gestalten. Oder ich werde es zumindest versuchen. Ja, sodass das Ganze auch noch recht stimmig aussehen wird, was ich da ergänze. Ich bin guter Dinge. Ja gut, hier ist noch viel im Argen. Hier bist du ja noch am Rumexperimentieren, sage ich mal. Hier ist ja eigentlich nur alles schon, ja... Das liegt daran, dass die Anlage nicht in einem Guss so gebaut wurde, wie sie jetzt hier steht, sondern da, das Loch da vorne erklärt sich daraus, da wo man jetzt in den Abgrund blickt, war die Anlage vor 4 Jahren noch zu Ende. Mhm. Ja, da muss sich alles noch ein bisschen enger führen. Seit 4 Jahren bin ich da noch in diese Weite sozusagen gegangen und von daher hat sich hier auch in dem gesamten Bereich eine ganze Menge geändert und da bin ich auch noch lange nicht abgeschlossen. Man sieht, es ist momentan eher dabei, sich stärker zu desintegrieren als zu integrieren. Mhm. Da muss ich noch jedenfalls auch bald Hand dran anlegen, aber man kann zumindest schon sehen, wo die Reise hingehen wird. Nicht die Straßenführung ist jetzt auf jeden Fall so, mit sie bleiben. Es wird noch eine Straße in den Bahnbetriebsbereich reingeführt werden, eine kleine. Es ist klar, und hier ist in bestimmten Bereichen wird es auch noch einen Relaunch geben, sodass ja, die Anlage, ich denke, in 2 Jahren an manchen Punkten schon noch wieder anders aussehen wird. Ein paar Gebäude werden noch nachgealtert oder werden noch mit Innenbeleuchtung ausgestattet werden. Und ja, das sind Dinge, die noch anstehen. Das Stellwerk da vorne ist auch gerade ausgetauscht worden, deswegen fehlt auch die Innenbeleuchtung. Mhm. Auch das ist noch lange nicht fertig. Steht da erstmal nur so auch noch testweise, ob da auch alle Loks gut dran vorbeikommen, wenn sie die entsprechenden Fahrwege fahren. Der Bahnsteig, hast du selber gemacht? Ja, den habe ich selber gemacht. Auf dem Eisenbahnjournal hat er mal einen Vorschlag gemacht, wie man das machen kann. Habe ich mich daran orientiert. Das beruht auf verschiedenen, ich glaube, 3 Bausätzen des Bahnsteigs Baden-Baden. Zumindest hier das Dach. Das Gerüst, das Dach gibt es da auch gar nicht so. Nicht? Das Dach gibt es quasi nur hier in dem Innenbereich. Nach außen habe ich es alles selber noch angefügt. Aber das wurde mal im Eisenbahnjournal vor ein paar Jahren auch beschrieben, wie man es machen kann. Da habe ich mich auch orientiert. Der Bahnsteig selber ist auch aus Gussform. Ich komme mal zur anderen Seite, Moment. Ja, auf jeden Fall, der Bahnsteig ist schön. Das ist ja nicht schlecht. Aus 3 Bahnsteigen ist der also gemacht worden. Ist der so breit, der Baden-Baden? Oder? Nein, der Bahnsteig selber, den habe ich selber auch gegossen. Der ist auch aus Gipsplatten gegossen. Das sind auch Gips-Bahnsteigkanten. Mhm. Die habe ich alle quasi gegossen und dann entsprechend da zusammengefügt. Unten drunter ist eine Styrodurplatte, auf der ich dann die quasi die einzelnen Gipsplatten aufgeklebt habe. Dann habe ich da auch die entsprechende Unterführung sozusagen angedeutet, mhm, ne, und da entsprechend ja, eingebaut.
Ja, also es gibt kein Vorbild sozusagen, kein Modellvorbild für diesen Bahnsteig, der ist so, wie er da ist, quasi beruhte auf einer Idee, die ich im Eisenbahnjournal gefunden habe und ich habe ihn entsprechend weiter ausgestattet, wie ich es für richtig halte. Auch wenn man da meine begrenzten Fähigkeiten sieht sozusagen, wenn vielleicht manche sagen, aber hier ist auch noch lange nicht alles fertig, der muss auch noch mal ein bisschen weiter gealtert werden, da wo ich immer wieder noch ein bisschen experimentieren musste mit der Gleisführung. Deswegen ist er auch noch nicht ganz endgültig eingeschottert, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob da alles richtig gut läuft. Aber das ist jetzt eigentlich soweit abgeschlossen. Da müsste ich jetzt auch in der Regel, also eigentlich gut anfangen können, die Bahnsteigkanten hier vorne einzuschottern. Hinten sieht man das eh nicht so deutlich. Und was man da links in der Ecke sieht... Ja, das ist hier ganz interessant, Roland. Das hast du selber gebaut? Nee, das geht, wie heißt das? Modellbaumanufaktur Köln, die haben das mal quasi angeboten, bieten es immer noch an. Und dann habe ich den auch entsprechend aus dem Bausatz zusammengebaut. Habe ich noch nie gesehen. Das ist der Bahnhof Krakow, oder? Nee. Ja, ich glaube schon, dass er das nee, ist. Oder? Nee, oder? Doch, ja. Doch, ich glaube schon. Ja. Da gibt es ja verschiedene Varianten von Auhagen. Da habe ich auch noch einen breiteren gehabt, der hat mir aber nicht so gut gefallen. Da habe ich auch mit verschiedenen Bahnhöfen experimentiert, ja, so bis ich mir da jetzt einig war, dass ich das so lasse. Der muss aber auch nochmal rausgenommen werden, weil er auch nochmal nachgealtert werden wird. Und weil ich auch im Bereich hinter dem Bahnhof noch einiges gestalten möchte. Oh ja, da muss er. Ja gut, da liegen die Gipsplatten, die anderen, die etwas breit drin. Das Gebäude tauscht da aus, hast du ja gesagt, ne? Hier das Rathaus. Ja, ich tausche wirklich aus. Ich baue es nochmal neu, habe ich gesagt. Das wird nochmal neu gebaut, weil es dann mit Innenbeleuchtung ausgestattet werden soll. Ist jetzt vielleicht wieder Luxus, nicht? Und dann werde ich, weil ich das, eigentlich war das eins mit der allerersten Lasercut-Gebäude, die ich überhaupt gebaut habe, weil mir das so gut gefallen hat. Da gibt es auch noch ein paar kleine Baufehler, glaube ich, und das soll nochmal richtig gut gebaut werden. Und auch das sieht ja schon jetzt nicht schlecht aus. Dann gealtert und vor allen Dingen mit Innenbeleuchtung ausgestattet werden. Dann werden auch diese Brava-Lampen, die da vorne stehen, ausgetauscht. Die leuchten mal leuchten sie nicht. Da habe ich schon Verschiedenes versucht. Das ist einfach Murks. Da kommen Fiesmann-Lampen hin und dann ist gut. Das ist ein Weinberg sozusagen, wo man auch Weintrauben sehen kann, wenn man genau hinguckt. Die an den Reben auch hängen. Und sonst sieht man ja meistens nur die Büsche, ne? Wobei das ja auch oft eine gute Arbeit ist, was man anderswo sieht. Man kann über diese Buschweinberge auch spotten und sagen, also sieht da kein Weinberg aus. Ich habe aber auch lange gegoogelt, leider habe ich mir das Bild nicht gespeichert. Da gibt es also auch ein Vorbild in der realen Welt für diese Anlage mit dem Schloss dahinter. Vielleicht nicht mit diesem Schloss, aber mit einem Schloss dahinter. Und da ist der Weinberg genauso gebaut. Ja, aber letztendlich ist ja Modelleisenbahn Fantasie. Da soll ja jeder, wenn ich das immer höre, das ist aber nicht vorbildgerecht. Das Leben ist schon vorbildgerecht genug. Da kann man sich seine Fantasiewelt auch so ein bisschen gestalten, wie man möchte. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn einer so ein bisschen am Vorbild achtet. Das finde ich genauso gut, wie wenn einer normal baut. Aber manche können es auch mit vorbildgerecht übertreiben. Ja, gut, das ist ans Vorbild angelehnt, ne? Und mir wäre einfach auch wichtig, nicht, dass man an dem Weinberg auch mal Weintrauben sieht. Ja, mhm. So. Und also ist hier jetzt, ja. Kann man da eigentlich auch sehen, rote und grüne müssten da eigentlich hängen. Sind da ganz kleine Punkte. Ja gut, das ist jetzt mit dem Handy ein bisschen, wenn man das ausleuchtet, kann man das sicherlich sehen. Aber gefällt mir ausgesprochen gut, die Ecke, die wirkt wirklich gut. Die Burg ist das eine Kibri-Burg? Ja, das ist eine Kibri-Burg, allerdings ist die auch farblich überarbeitet. Das wollte ich gesagt haben, im Weiß kriegst du die nämlich nicht. Habe ich die auch verputzt, ne, so richtig. Also wenn man da hinguckt, ist das auch eigentlich ein Mauerputz, den man sehen könnte. Und natürlich auch begrünt. Ne? Da was ist los da. Und da ist ein kleines Café. Hätte ich auch vielleicht ein bisschen besser ausleuchten können. Wo ist das Café? Jetzt bin ich mal überlegen. Im Schlosshof. Im Schlosshof, okay. Ja. Moment, ich gehe mal da ran, ich versuche mal da ranzukommen. Jo, Roland, also du bist noch mitten in der Bauphase, viel am Machen. Ja, weil ich auch auf viele Details Wert lege, ne? So deswegen. Und ja, weil ich leider nicht so viel Zeit dafür habe, das kontinuierlich immer wieder zu machen, sondern da immer wieder mal gucken, ja, nach ein paar Wochen habe ich wieder mal ein paar Tage, wo ich noch mehr Zeit investieren kann. Gerade jetzt im Herbst, wo die Bastelzeit bei vielen beginnt, ich habe einen Kater, der kommt ganz gerne abends, wenn ich basteln könnte, zu mir und möchte was mit mir machen. Und hält mich dann eben vom Basteln ab. Und wenn ich ihn dann rausschubse, ist er ganz böse und beleidigt und setzt sich vor die Tür hier und miaut laut rum, bis er wieder hier reinkommt. Ja gut, man sagt ja mal so schön, eine Modellbahn wird nie fertig. Also bei mir ist es, glaube ich, nicht so der Fall. Aber bei dir kann das durchaus möglich sein. Oh, die Wiese, die ist ja schön.
Aber das ist, glaube ich, eine Wiese, wo du dir so ein Stück gekauft hast. Ja, ne? Ja, das ist so eine Matte. Das ist so eine Matte, würde ich gesagt haben. Ja, ja. Aber das macht aber schon was aus, die Matte, wenn man die gut einsetzt. Nein, gefällt mir ausgesprochen gut. Hier nochmal deinen kleinen Haltepunkt. Hier, das Feld hat er auch neu gemacht. Was heißt neu, ist auch schon ein paar Tage jetzt. Der Haltepunkt. Ja, Roland, gefällt mir gut. Ja, leider flackert das jetzt, aber man kann auch reingucken. Man sieht auch Maschinen in der Halle. Gefällt mir wirklich gut hier. Also wenn du da weitermachst, dann hast du doch schon Hingucker. Auch für deine Filme ist das unwahrscheinlich. Neue Szene. Ne? Aber sieht gut aus. Also gefällt mir. Ja, Roland, dann wollen wir mal dein schönes Rollmaterial bestaunen. Ach ja, den Güterschuppen noch, den wollten wir uns ja auch mal nochmal angucken. Ja, du brauchst noch irgendwie an Gleichstrom musst du das Ganze anschließen, ne Roland? Dass das nicht mehr flackert. Jetzt bei den Aufnahmen. Flackert das bei dir auf den Aufnahmen? Bei meiner Kamera kann ich das irgendwie flackern, wegstellen. Dann merkt man das nicht bei meinen Kamera. Ah gut, ja gut, das ist jetzt hier beim Handy. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier einstellen sollte. Wie dem auch sei, Fakt ist auf jeden Fall, das ist schon sehr schön, das Gebäude. Wenn ihr mal guckt hier, das von Joswood ist das, ne? Ja. Die Szene da mit den ganzen Paletten. Jetzt flackert das komischerweise nicht mehr, wenn ich näher rangezoomt habe. Ist auf jeden Fall ein schönes Gebäude, macht was her und ist eine schöne Szene. Die Paletten da. Ja, er hat allgemein sowieso. Also eine schöne Sicht auf die Anlage. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich zeige euch mal, wo der Roland also eine gute Sicht auf die Anlage hat. Moment, ich wechsle mal die Position. Also wenn man hier sitzt und die Anlage fertig ist und abends beleuchtet ist, glaube ich schon, dass man da eine ganz tolle Perspektive auf die Anlage hat. Und ja, wenn er mal so guckt, es wirkt schon. Natürlich muss noch einiges hier gemacht werden und Roland ist ja auch fleißig dabei. Auch hinten die Ecke sieht gut aus. Aber es ist auch gleichzeitig noch ein Arbeitszimmer von Roland. Und ja, gefällt mir aber schon wirklich sehr, sehr gut. Schaut mal, wenn man so guckt jetzt. Ist das eine tolle Geschichte. Ja, nur mal einen kleinen Blick auf seinen Schattenbahnhof hier unten. Da hat er also auch jede Menge stehen. Hier muss aber auch noch mit Kabel. Kommst du damit klar? Ja, komme ich mit klar. Ja, da sind die Kabel, die auch noch mal ran. Die müssen noch ein bisschen sparsamer verlegt werden. Mhm. Aber jede Menge Züge hast du drauf. Meine Herr, mein lieber Herr Gesangsverein, da hast du einiges hier. Ja, rechts und links sind so Abfallgruppen, nicht? Und ja, das sehe ich jetzt nicht so ganz genau, aber er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, hier die Züge zu tauschen und Abwechslung ins Spiel zu bringen. Gut, dann wollen wir uns mal um das Hauptaugenmerk kümmern und zwar mal ein paar Züge fahren sehen. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich jetzt kein Flackern mehr habe, ich habe jetzt meine Kamera umgestellt auf 4K und 24p. Die habe ich auch noch, die Lok, aber allerdings mit der Kuppel oben drauf. Thank you.
die wir am Anfang behalten. Sucht, ne? Dann gab es den für günstigen Kurs gekauft, aber die ist so fantastisch. Ist auch original Zusammenstellung, die Lok hier, ja, mit dem Wagen, ja? Die Lok hat im Übrigen keinen Zaun, nicht wundern. Stopp! Thank you.
Jo. Wenn sich jetzt einige wundern, was ich für Haare habe, das ist meine Corona-Mähne. Ich habe mir geschworen, wenn Corona vorbei ist, kommen die Haare auch wieder ab. Zumindest werden sie dann gekürzt, aber bis dahin dürfen sie wachsen. Ich habe gedacht, du bist eine Gilde Horn. Ja, Roland, erstmal schönen Dank, dass ich dich besuchen durfte. Und man sieht schon, dass deine Anlage Potenzial hat. Nur hau mal ein bisschen rein, dass du was schaffst, ne? Ja, wenn mein Kater nicht mich abends hier belagern würde. Ja, erzählt, der Kater. Dann käme ich hier auch besser voran. Sich die Quälerei, ihn vor der Tür sitzen zu lassen hier und dann sein Miauen zu hören. Manchmal möchte er nicht zu mir, dann bin ich aber auch ein bisschen zu kaputt, aber so peu à peu schaffe ich hier auch was. Also es wird schon noch besser werden. Okay, ja, sieht ja schon mal gut aus. Es ist auch schon mal viel passiert seit meinem letzten Besuch. Und das, was ihr heute am Rollmaterial gesehen habt, das war nur ein ganz, 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 ganz mini, mini kleiner Ausschnitt. Ja doch, Roland. Vielleicht ein Fünftel würde ich vielleicht. Ja, ja, gut. Ich werde sicherlich noch mal vorbeikommen, hier noch ein bisschen filmen. Und der Roland macht auch an einem Projekt mit, was ich am Plan bin. Und ja, dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Also Roland, vielen Dank. Ja, schön, dass du da warst. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.